Es gibt so eine Sache, die nennt sich Mythen. Zum Beispiel, dass man, wenn man unendlich Ausdauer hätte, einen Leunen zähmen kann. Ich habe jetzt extra einen unendlich Ausdauer-Cheat aktiviert, um zu sehen, ob es funktioniert. Und wir springen rum. 2 Stunden später. Ja, anscheinend springt man ewig rum. Das war wohl nix. Heute werde ich 13 Mythen austesten und schauen, ob sie wirklich funktionieren oder absoluter Crap sind. Okay, das habe ich mich schon immer gefragt. Ist der Eponator Zero schneller als ein 5-Sterne-Geschwindigkeitspferd? Sollte er eigentlich schon, weil sonst hat er irgendwie gar keine Daseinsberechtigung. Okay, es ist einfach echt langsamer, also merkt euch, wenn ihr das nächste Mal keinen Bock auf die hohen Spritpreise habt, klaut einfach ein Pferd vom nächsten Bauernhof. Können Leunen auf dem Todesberg überleben? Es gibt einen Mythos, dass Leunen keinen Schaden von Lava bekommen, nur testet es keiner aus, weil es eben keine Leunen auf dem Todesberg gibt. Zum Glück bin ich Gott und kann einfach einen Leunen spawnen. Irgendwelche letzten Worte? So, er betritt die Lava und... Bekommt er Schaden? Er bekommt einfach keinen Schaden. Warte, vielleicht muss ich noch weiter rein. Nee, er bekommt einfach keinen Schaden. Geil, wie das aussieht, Mann. Was denkt ihr, wer gewinnt? Ein Wächter oder ein Ivarok? Ich wette auf den Ivarok. Und wenn meine Wette gewinnt, dann müsst ihr abonnieren, habe ich irgendwo mal gehört. Und ein direkter Volltreffer von Mike Tyson. Was denken Sie, braucht der Gegner jetzt, um hier dieses Duell für sich zu entscheiden, Herr Kahn? Ich sage ja Eier, wir brauchen Eier. Oh, und was ein Treffer! Das scheint mir sehr das Ende des Duells zu sein. Sieht's aus, als wärt ihr mir wohl ein Abo schuldig. Gibt es ein Höhenlimit in Breath of the Wild, ab dem man nicht weiter nach oben kann? Lasst es uns mit dem Moonjump Glitch herausfinden. Mit dem kann man so oft, wie man will, in der Luft springen. Also dann, ab nach oben. Das kann eine Weile dauern. Während ich da hochspringe, kommen wir mal eben zur nächsten Mythe. Ihr kennt doch bestimmt diesen Scherzhammer. Wenn ihr den bei Mr. Creepy Boy höchstpersönlich kauft, dann schlagt der Gegner viel weiter weg als normalerweise. Es ist wirklich krass. Aber was, wenn wir wie beim Masterschwert einen Moblin den Hammer aufheben lassen? Werden wir genauso weit geschleudert wie die Gegner? Und... Oh. Kann Link zu einer menschlichen Kanonenkugel werden und hiermit abgefeuert werden? 3, 2, 1. Wow. Okay, nicht hier, aber vielleicht hier. Ready for takeoff. Wow. Kann Link seine eigenen Bomben mit dem Schild parieren? Oh ja, huiuiui, es geht halt wirklich einfach. Es ist 1 Stunde vergangen, in der ich nur diesen dummen Sprungknopf gedrückt habe und es ist noch kein Ende in Sicht. Aber schaut euch mal diese Aussicht an. Schon wirklich sehr geil, kann ich aber trotzdem nicht empfehlen nachzumachen. Viele sagen, das Nervigste an Breath of the Wild ist, dass ständig die Waffen kaputt gehen, aber gehen die Waffen von Gegnern auch kaputt? Um zu tracken, ob die Waffen Haltbarkeit verlieren, habe ich mein schönes Cheat-Programm hier und kann die Werte einsehen. Wir sehen, dieses rostige Schwert hat jetzt noch 500 Haltbarkeitspunkte, mal schauen, wie viel es gleich hat. So, er hat es ein paar Mal benutzt, jetzt müsste es eigentlich weniger Haltbarkeit haben. Und es hat immer noch 500. Waffen können in der Hand vom Gegner also nicht kaputt gehen. Kann man diese kleinen Geister hier eigentlich killen? So, schön anschleichen. Nein, es sieht nicht danach aus. Sie geben einfach nur Rubine. Können Mobs den Schattenbogen aufheben und damit schießen? Das ist die größere Frage. Oh, nimm ihn doch. Er will ihn einfach nicht nehmen. Okay, nach ein bisschen Austesten ist es klar. Mobs können den Schattenbogen nicht aufheben, geschweige denn damit überhaupt schießen. Busted. 2 Stunden später und ich drücke immer noch diesen Sprungknopf. Und die Umgebung hier oben ist absolut surreal. Unter mir sieht man Hyrule schon lange nicht mehr, dafür so ziemlich den ganzen Planeten. Außerdem auf der einen Seite die Sonne und gegenüber den Mond. Also ich hätte nie gedacht, dass ich sowas noch in diesem Game sehe. Einfach krank. Aber busted, es gibt kein Limit. Kann man das Plateau verlassen, bevor man das Parasegel hat? Normalerweise nein, das passiert sonst. Aber wenn man sich genau hier positioniert und in den Hylia-See schießt, dann funktioniert es. Aber sobald man einen bestimmten Bereich verlässt, dann heißt es auch hier wieder Game Over. Das waren alle Mythen für heute. Hier oben findet ihr noch ein paar ganz vorzügliche Tricks, die ich in Breath of the Wild gelernt habe. Ach ja, und vergesst nicht, das Video mit euren töricht unwissenden Freunden zu teilen.